Ja, hallo, wieder willkommen zum neuen Video aus der Werkstatt. Und ihr seht ja, wir haben wieder den Malaguti Centro hier auf dem Hubtisch stehen. Und nun ja, gut, in Sachen Videoerscheinung ist jetzt eine Woche vergangen, seitdem wir uns die Panne bzw. ihre Folgen angeguckt haben. In Realzeit ist das über einen Monat her. Und na gut, ich hatte halt auch wegen der Ape-Geschichte und all dem Zwischenring einfach keine Zeit, mich drum zu kümmern. Aber gut, jetzt greifen wir das an und ich möchte jetzt hier nicht wieder ein Motorüberholungsvideo machen, das haben wir ja uns schon wiederholt angeguckt, sondern ich möchte jetzt bei dem Centro die Gelegenheit ergreifen, einfach mal ein paar Fragen zu beantworten, die immer wieder kommen, wenn es um Reparaturen an einem Motor geht. Und dazu werde ich jetzt erst einmal ohne Kamera den Motor ausbauen und auf die Werkbank stellen und na gut, dann gucken wir uns eben so gewisse Dinge, gewisse Fragestellungen einfach mal zusammen an. Gut, der Motor ist draußen und steht auf der Werkbank. Und da kann man jetzt eigentlich gleich mal die erste Frage beantworten, nämlich die, warum überhaupt? Warum eigentlich einen Motor ausbauen? Weil ihr habt es jetzt gesehen schon bei den ganzen zurückliegenden Videos, ich baue relativ oft den Motor aus. Auch dann, wenn es vom Technischen her wahrscheinlich nicht unbedingt notwendig wäre. Und da haben mich auch schon Leute gefragt, warum machst du das überhaupt? Und wenn die Frage ist durchaus berechtigt. Hintergrund ist ganz einfach. Es ist bei ausgebautem Motor einfacher, viele Sachen zu machen. Ich meine, den Zylinder wechseln, die Ölpumpe stilllegen, was wir jetzt hier hauptsächlich machen wollen, geht auch bei eingebautem Motor. Aber wenn der Motor auf der Werkbank steht, ist es leichter. Außerdem findet man bei so einem Ausbau öfters auch mal andere Defekte. Dann sind es Sachen, ich neige dazu, die Motoren gerne sauber zu machen, wenn man sie schon mal bearbeitet, so wie hier. Da ist der Dreck drin und das geht einfach schöner, wenn der Motor ausgebaut ist. Außerdem kann man dann Dinge machen, wie jetzt hier zum Beispiel den Anlasser. Werde ich auf jeden Fall mal ausbauen, mal sauber machen und abschmieren. Und all diese Dinge, das sind Kleinigkeiten, das ist nicht unbedingt notwendig. Aber es geht eben schöner und es ist leichter, das ordentlich und sauber zu machen, wenn der Motor draußen ist. Und deswegen auch mein Tipp, wenn ihr eine größere Reparatur an so einem Fahrzeug macht und ihr habt die Zeit und den Platz dazu, dann holt's den Motor raus. Das ist wenig Arbeit. Der Motor hängt effektiv an zwei Schrauben, ein paar Kabeln und einem Bodenzug in aller Regel. Das ist bei den meisten Rollern, es gibt Ausnahmen, aber bei den meisten Rollern sehr einfach. Einzige echte Schwierigkeit dabei ist etwas, und da verstehe ich die Konstrukteure schlicht nicht, dass bei den meisten Automatikrollern der Hauptständer am Motor ist. Und man sieht auch hier, ich habe jetzt den Roller hier, das sind unnütze Arbeiten im Grunde. Ich muss die Mittelverkleidung hier entfernen, das Trittbrett entfernen, und kann dann eben den Rahmen auf Böcken abstützen. Das wäre eigentlich nicht notwendig, wenn der Hauptständer am Rahmen wäre. Warum man das macht? Ich meine, Piaggio hat ja, manche wissen das vielleicht, bei der allerersten Generation des Fera den Hauptständer an den Rahmen gesetzt und damit bewiesen, es geht. Warum man das dann nicht mehr gemacht hat, ich habe keine Ahnung. Es hat vermutlich kaufmännische Gründe, keine technischen, weil technisch ist der Ständer am Rahmen schöner. Aber gut, jetzt gucken wir uns das an. Und die erste Frage, die wir jetzt hier dann auch mal gemeinsam angehen, beziehungsweise die erste Arbeit, die wir angehen, ist das Thema Ölpumpe deaktivieren beim Minarelli-Motor. Und das ist eben bei den Piaggios, habe ich es ja jetzt schon, glaube ich, zweimal gezeigt mit der Ölpumpe. Dass es da relativ einfach ist, weil man ja diese riemengetriebene Ölpumpe im Antriebskasten hat. Bei den Minarellis ist es etwas aufwendiger, weil die Ölpumpe hinterm Zünder ist. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier den Zündanker entfernen und dazu das hier alles zerlegen. Ich meine, das ist Imbusschlüssel. Das ist vom handwerklichen her das große Problem. Halt zuerst das Lüfterrad abnehmen, danach das Polrad abziehen und dann ist die Ölpumpe zugänglich. Aber wie gesagt, das gucken wir uns dann einfach mal zusammen an. So, das ist das Polrad unten. Das ging jetzt sehr leicht, weil wir hatten es ja vor gar nicht allzu langer Zeit unten im Rahmen dieser Fehlersuche Anfang des Jahres. Aber gut, manchmal muss ja auch was leicht gehen. Nehmen wir den Zündanker raus. Das ist auch was. Im Gegensatz zu klassischen Moped-Konstruktionen mit Unterbrecherzündung kann man diese Zündung ja nicht einstellen. Das heißt, wir brauchen jetzt hier auch nichts markieren oder so. Denn diese Zündung passt ja auch nur in einer Position. Das heißt, die kann man gar nicht falsch oder verdreht einbauen. Sofern man nicht solche Geschichten hat, wie bei, wenn wir es bei dem Bajaj hatten, mit einer defekten Kurbelwelle, dass die Keilposition nicht mehr stimmt, ist da eigentlich keine Schwierigkeit dabei. Ja, wenn die Zündung draußen ist, dann kann man hier die Dichtung abnehmen und dahinter ist bei den Minarellis der Ölpumpenantrieb. Und man sieht eben hier das Plastikrad auf der Kurbelwelle, das hier unten die Ölpumpe antreibt. Das Plastikrad muss beim Deaktivieren der Ölpumpe drin bleiben, weil es als Abstandshalter gebraucht wird. Das heißt, wir
Was wir jetzt machen, ist, wir bauen jetzt nur die Ölpumpe aus. Und die wird hier mit zwei Imbusschrauben festgehalten. Da ist nur der T-Griff ist zu groß. Das dürfte eine Schlüsselweite 4 sein. Und genau das ist es auch, Rui. Und die sitzen fast immer gut fest. Da die, so wie auch hier in diesem Falle wohl, seit der Roller neu war, nicht mehr gelöst wurden. Die ist draußen. Jetzt diese hier noch. Ein T-Griff wäre eleganter, habe ich in der Größe aber nicht. Also muss man den Imbusschlüssel dann mit der Zange greifen. Und jetzt gibt es Leute, die das machen, das habe ich schon öfters gesehen, die bauen einfach nur die Ölpumpe aus und fesseln sie einfach physisch. Das ist gut, das kann man machen. Technisch funktioniert das. Das ist nicht das Problem. Aber das Problem ist, man hat dann hier ein Loch, durch das Dreck und Wasser eindringen können. Und die Gefahr vor allen Dingen bei Dreck ist, dass es dann innen drin den Simmerring zerreibt, hier auf der Kurbelwellenseite. Und deswegen würde ich die Ölpumpe gerne mechanisch deaktivieren und wieder einbauen. Das schauen wir uns jetzt eben mal an. Ich habe die Ölpumpe jetzt mal sauber gemacht und wenn wir die uns jetzt genau anschauen, dann sehen wir, dass das Antriebsritzel hier nur mit so einem C-Ring festgemacht ist. Und das ist eben gar keine große Sache, dass wir das hier einfach entfernen. Können wir das Antriebsritzel nämlich einfach abnehmen, auf die Seite legen und wenn wir die Pumpe jetzt so einbauen, dann hat sie keinen mechanischen Kontakt mehr zu dem Antriebsrad auf der Kurbelwelle. Hier den Mitnehmerpin noch raus, so. Und dann kann die Ölpumpe nicht mehr mitlaufen und dient eigentlich nur noch als Blindstopfen für das Loch im Motorblock. Und das halte ich persönlich für die sauberere und elegantere Lösung. Und das bauen wir jetzt einfach wieder zusammen. Und damit ist die Ölpumpe dann deaktiviert. Das ist das ganze Geheimnis. Die Zündung ist jetzt wieder beieinander mit der eben stillgelegten Ölpumpe. Und naja gut, ich habe natürlich noch den Simmerring hinten kontrolliert, aber der ist völlig in Ordnung, das passt soweit alles. Und jetzt schauen wir uns bei dem Motor eine Sache an. Ich gebe zu, es graut mich ein bisschen davor, denn wir alle wissen ja, Hauptproblem bei den Minarellis ist unten die Hauptständeraufnahme. Und bei dem Centro ist da wahrscheinlich auch noch nie was gemacht worden, deswegen schauen wir uns das als nächstes einfach mal an. Einfach mal, um festzustellen, ist die bei ihm in Ordnung, ist die kaputt oder müssen wir irgendwas damit machen. Und das ist jetzt natürlich auch so eine Sache, die bei eingebautem Motor nahezu unmöglich ist. Also auf den ersten Blick sieht das schon mal alles relativ gut aus, vor allem hat da scheinbar noch nie irgendeiner dran umeinander gebastelt. Man sieht, da ist hier noch die Führung für den Bremszug in Ordnung, hier drüben ist der Splint noch drin, das sieht alles schon mal ganz gut aus. Und ich würde sagen, wir werden das einfach mal vorsichtig versuchen, den Hauptständer abzumontieren. Und als allererstes, wenn wir jetzt mal sinnvollerweise mal den Splint herausnehmen. Das ist auch noch der korrekte Dauersplint, also nicht einfach irgendein Universaldrahtsplint, sondern bei den Minarellis gehört eigentlich so ein Dauersplint rein, so ein wiederverwendbarer Splint. Und jetzt werden wir einfach mal schauen, ob wir es schaffen, den Hauptständerbolzen zu bewegen, ob wir es schaffen, den auszutreiben. Das werden wir jetzt einfach mal ganz vorsichtig versuchen, mit dem Durchschläger dagegen zu klopfen, ob sich der bewegt. Und der bewegt sich. Das ist sehr, sehr selten bei den Minarellis, dass das so leicht geht. Und der Grund, oder einer der Gründe, ist vermutlich, dass die Kiste Öl verloren hat, dass alles eingeölt ist. Und natürlich auch, dass dieser Centro eben nie im Winter gefahren wurde. Und das ist natürlich ein Fund, mit dem hier gewuchert wird. Denn das heißt natürlich, dass hier die Hauptständeraufnahme intakt ist. Jetzt bauen wir den Hauptständer ganz ab, natürlich die Feder noch herausnehmen, Hauptständer entfernen, das alles ordentlich sauber machen und dann gründlich gefettet wieder zusammenbauen. Das nächste, wozu neulich mal Fragen gekommen sind, ist der Zylinderkopf. Und zwar haben wir jetzt hier bei dem Centro eigentlich ein klassisches Beispiel. Und zwar sieht man, da war die Kopfdichtung nicht mehr so richtig toll. Da sind jetzt auch Verkohlungen auf der Dichtfläche. Insgesamt ist der Kopf innen drin verkohlt, logischerweise, der doch gebraucht ist. Und außerdem sieht man schon durch die Einbrennspuren der alten Kopfdichtung auf der Dichtfläche, dass der wahrscheinlich nicht mehr absolut plan ist. Wenn man ein H-Lineal hat, kann man ihn gegen das Licht testen. Ich habe jetzt hier leider keinen Star. Ich habe normales, was ich habe, ist ein normales Stahllineal. Und auch damit kann man, das ist wahrscheinlich auf der Kamera ganz schlecht zu sehen, aber man sieht, dass das auch nicht mehr absolut eben aufliegt. Und wenn das in Relation
relativ ungenaue Lineal hier, das schon zeigt, dann ist es auf jeden Fall angeraten, den Kopf zumindest einzuschleifen. Jetzt richtiges Planen ist das in dem Sinne eigentlich nicht, aber es ist halt das, was man mit Hausmitteln machen kann. Zum Saubermachen des Brennrauchs, da gibt es jetzt verschiedene Ansätze. Es gibt jetzt Leute, die sagen, man sollte es mit einem Hartholzschaber machen, auf keinen Fall mit Hartmetall. Das geht auch. Was mir lieber ist, ist so ein Bürstenaufsatz für einen Akkuschrauber. Und zwar, das ist bitte, ganz wichtig, keine Stahlborsten, das sind Messingborsten. Und damit ist es nämlich auch möglich, das schonend zu reinigen. Machen wir jetzt mal hier an der einen Stelle hier. Da sieht man, das poliert das letztendlich nur weg. Und es macht, auf der Lichtfläche sieht man, es macht keine Kratzer. Selbst in das relativ weiche, ja, normalerweise ist es Aluguss von den Zylinderköpfen, kann man damit arbeiten, ohne es zu beschädigen. Das ist ein bisschen kontrovers. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, darf man nicht machen. In meiner persönlichen Praxis hat sich's bewährt. Mein Gott, die Alternative ist eben ganz klassisch mit dem Holzschaber das rauskratzen. Aber das muss jeder für sich. Wichtig ist, man sollte auf jeden Fall die Verkohlungen entfernen. Denn im Fahrbetrieb, was unter Umständen passieren kann, jetzt hier noch nicht, dafür sind es noch nicht genug, aber bei stark verkohlten Köpfen, ist, dass sich durch die Kompressionshitze das Zeug entzündet und der Motor anfängt zu klingeln bzw. Glüh zu zünden und dadurch kaputt geht. Deswegen ist es wichtig, dass man, wenn man so eine Aktion macht, hier den Kopf auf jeden Fall ordentlich sauber macht innen drin. Jetzt zum eigentlichen Planschleifen mit, ich sage jetzt mal, Hausmitteln. Klar, wenn man das richtig gemacht haben will, gibt man den Kopf zum Motorenbauer und der schleift das Ding auf der Planschleifmaschine. Das ist aber so teuer, das rentiert sich in so einem Fall nicht. Und was man machen kann, ist die, ich sage jetzt mal, die altmodische Variante mit einer kleinen Glasplatte. Glas, eben weil es eine absolut glatte Oberfläche ist. Glas biegt sich nicht, sondern bricht. Deswegen ist es absolut glatt. Zumindest jetzt hier in dem Fall. Das ist ein alter Glasuntersetzer. Das Schöne ist, der hat hier unten vier so Gummifüße, dass er nicht umeinander rutscht. Und was man jetzt macht, ist, man nimmt einfach ein bisschen Wasser. Das ist ganz normales Leitungswasser. Und das ist 400er Korn Nassschleifpapier. Das Wasser unten klebt das jetzt quasi fest. Jetzt soll man es ebenfalls oben anfeuchten. Jetzt sollte man den Kopf nicht direkt drauf geben, sondern was ich jetzt noch mache ist, das ist eine sehr scharfe Metallpolierpaste. Man kann auch Ventileinschleifpaste benutzen. Metallpolierpaste ist aber das, was man eher da hat. Das geben wir reichlich, da wollen wir jetzt ja nicht sparsam sein, das geben wir reichlich auf die Dichtfläche. Es geht jetzt um die Dichtfläche, dass die absolut glatt wird. Und jetzt nicht so hin und her, sondern den Kopf gerade aufsetzen und so in einer kreisenden Bewegung. Und es geht jetzt nicht darum, da gigantisch Material abzunehmen, sondern nur darum, dass die Dichtfläche absolut gleichmäßig glatt wird. Wenn ihr da jetzt Material abnehmt, erhöht ihr die Verdichtung des Motors. Und infolgedessen, ja, das ist dann ganz schwierig, weil wenn man es zu stark macht, baut man letztendlich einen Dieselmotor. Kriegt man Glühzündungen, Selbstzündung. Einfach nur durch die Verdichtung. Und das will man natürlich nicht, weil dann damit geht der Motor kaputt. Und deswegen immer wieder zwischen den kurzen Abständen das abputzen und kontrollieren. Und solange man jetzt dann hier noch solche Schatten sieht, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera gescheit sieht. Wenn man hier solche Schatten sieht, ist das nicht wirklich poliert bzw. geschliffen. Und gut, als Spielchen werden wir jetzt mindestens eine Viertelstunde lang spielen. Und wenn man das dann so weit hat, dass das jetzt, ich sage jetzt mal, keine Schatten mehr hat, da sieht es jetzt, das ist jetzt, wie gesagt, ungefähr eine Viertelstunde Schleifarbeit. Ich habe es jetzt gerade nochmal mit dem Lineal kontrolliert. Das ist also jetzt dem Lineal nach gerade. Wenn man es aber wirklich kontrollieren will, wie gesagt, ohne Haarlineal, da gibt es auch einen, ich sage jetzt mal, alten Mechanikertrick, der ganz gut funktioniert. Und mit dem machen wir das jetzt. Das ist etwas, das stammt auch aus der Mottenkiste der alten Zeiten, aber es funktioniert auch heute noch. Und zwar nehmt euch einfach ein bisschen schwarze Sprühfarbe und sprüht die Dichtfläche an. Das muss jetzt nicht flächig lackiert sein. Das reicht, wenn da so ein bisschen Farbe drauf ist. Lassen wir das trocknen und die Farbe schleifen wir anschließend wieder runter. Dann sehen wir nämlich, ob es gleichmäßig wird. Ja, die Farbe ist trocken. Schauen wir mal. Und jetzt sieht man nämlich, dass hier noch ein bisschen ein Tiefpunkt ist. Und hier ebenso. Denn hier hat sich die Farbe gehalten, wenn sie hier überall weg ist. Das heißt, absolut glatt war das noch nicht.
Und wenn wir jetzt immer so weiterschleifen, bis das hier alles wieder komplett blank ist, dann haben wir es wirklich plan geschliffen. Oh, jetzt hat. Jetzt haben wir das Ding absolut plan mit den Mitteln, die wir haben. Die Farbe, zumindest im Brennraum, sollte man entfernen, denn die würde verbrennen und ich weiß nicht, ob das so arg gesund für den Motor ist. Und das kann man aber ja eben wunderbar mit Aceton und einem kleinen Pinsel hier, kann man das einfach auswaschen. Das ist nämlich auch ein Vorteil von diesen billigen Sprühlacken aus dem Baumarkt, weil die sind ja nicht hundertprozentig lösemittelfest. Da kann man das so machen, weil das eine ziemlich brutale Methode, aber es funktioniert. Und es ist halt, wie gesagt, das ist, besser hat man es früher halt gemacht, wenn man keinen Zugriff zu irgendwelchen Hochleistungsmaschinen, irgendwelchem Spezialzeug gehabt hat. Und ich meine, das hat damals funktioniert und das tut es eben auch heute noch. So, jetzt haben wir einen schönen, sauberen Zylinderkopf. Gut, hier innen im Brennraum sind noch ein paar Verbrennungsrückstände, aber das ist, wie gesagt, man kriegt das mit der Messingbürste teilweise gar nicht raus, weil das eben so fest sitzt, dass man da gar keine Chance hat. Aber das behaupte ich jetzt einfach mal, das ist in dem Fall jetzt irrelevant. Es gibt Leute, die polieren den Brennraum innen, damit er sich nicht so schnell zukokt. Kann man machen. Ich halte es jetzt bei einem Straßenfahrzeug nicht für unbedingt notwendig. Bei Tuningmaßnahmen ein anderes Thema, aber darum geht es jetzt hier nicht. Es geht jetzt einfach wirklich nur um, ich sage jetzt mal, ein geeignetes Verfahren der Reparatur. Und jetzt, was man jetzt nicht machen darf, ist den Kopf auf die Lichtfläche legen. Das macht man nicht. Immer schön mit der Lichtfläche nach oben. So, wie man sieht, der Motor ist wieder drin und ich habe den Öltank komplett entfernt. Jetzt müssen wir halt die ganzen Anschlüsse wieder herstellen, die ganzen Kabel anschließen und Vergaser einbauen und naja, im Prinzip können wir dann mal versuchen, ob der Motor läuft. Können wir mal gucken, ob unsere Reparatur erfolgreich war. Probieren wir es nochmal. Ich muss jetzt natürlich den Vergaser noch füllen. Heute sieht anders wenn er aufgefunden ist. Ja, der ist undicht. Der Auspuff erstmal richtig nachziehen. Das ist dummerweise nicht die Dichtung, sondern der Auspuff selber, der undicht ist. Aber gut, schauen wir uns das auch mal schnell zusammen an. Wie stellt man das fest, jetzt wo er so stark raucht durch das Montageöl ist? Das ist ganz leicht zu sehen. Wenn ich ihn zuhalte, sieht man, dass es hier unten an der Nahtstelle vom Krümmer das Abgas rausdrückt. Haben wir wohl auch noch einen neuen Auspuff. Aber gut, das ist das geringste aller Probleme. Das darf bei einem Roller dieses Alters mal sein. Schön ist, dass die Kiste überhaupt wieder läuft. Lassen wir mal einen Moment laufen, damit er das ganze Montageöl verdaut. Probefahrt machen wir allerdings erst, wenn der neue Auspuff da ist. Das gibt jetzt dann einen geräucherten Wundforst da hinten. Ich glaube, wir machen besser mal das Tor auf. Ich habe mich jetzt da umentschieden. Ich mache jetzt doch noch eine Probefahrt. Und zwar fahre ich jetzt mit dem Centro zum Waschen, denn der ist jetzt dadurch, dass der jetzt unabgedeckt unten in der Scheune stand, ziemlich dreckig. Was sieht ihr hier? Das ist alles Sägespäne, weil da die Bretter sind halt holzwurmstichig. Ist halt einfach so. Und ich fahre jetzt mit dem noch zum Waschen. Dann weiß ich, ob er vernünftig fährt.
Das Leck im Auspuff habe ich jetzt mal provisorisch mit Auspuffdichtpaste zugeschmiert. Gibt es dann im Frühjahr gibt's einen neuen Auspuff, im Zuge der Frühjahrsinspektion. Und das ist jetzt dieses Jahr der erste Roller, den ich einmotte. Das ist, naja, das machen wir jetzt halt einfach. Und dann, ich fahre dieses Jahr eh nicht mehr großartig. Also von daher bietet sich das jetzt eigentlich an. In diesem Sinne haben wir jetzt den Roller eben erfolgreich repariert. Ich denke mal, das passt jetzt soweit alles. Und ich hoffe, dass das jetzt mal für den einen oder anderen interessant war, ein paar eben immer wiederkehrende Fragen zum Thema Motorreparatur beantwortet. Und wie gesagt, ich wünsche euch wie immer gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!